Die Fishtown Penguins Bremerhaven am 26. Spieltag zu Gast bei den Krefeld Pinguinen. Und da fühlt sich Bremerhaven wohl, denn für Krefeld ist Bremerhaven ein Angstgegner. Zu Hause in bislang 7 Partien keinen einzigen Sieg fürs Team von Brandon Reed. Und auch in dieser Partie Bremerhaven mit dem besseren Start in die Partie. Das ist die 7. Minute. Ross Mauermann auf Brock Hooten und Jussi Runnes im Tor der Krefeld Pinguine das erste Mal gefordert. Schöner, schneller Konter der Gäste, aber Jussi Runnes hält seinen Kasten sauber. In der 9. Minute dann wieder Bremerhaven. Scheibenkontrolle hinter dem Tor und auf einmal kommt der Puck zu Fortunis, der bringt die Scheibe vors Tor und auf einmal ist der Puck drin. Jan Obers fälscht ab zum 1:0 für die Gäste. Fortunis bringt den Puck zum Tor und hier fälscht Obers ab. Sein 12. Saisontreffer nicht zu halten für Jussi Runnes. Die Gäste 1:0 vorne. Danach aber mal Krefeld. 11. Spielminute. Powerplay für die Pinguine. Und dann ist Chad Costello zur Stelle. Der Topscorer der Pinguine. 8 Spiele im Powerplay nicht getroffen. Aber nun wieder erfolgreich. Per Nachschuss. Das Tor ist leer und sowas lässt sich der Mann mit dem roten Helm nicht nehmen. 1:1 der Ausgleich für Krefeld. Aber Bremerhaven oft in dieser Saison mit Startschwierigkeiten in Drittel 1. Diesmal konnte Thomas Popisch mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Drittel 2, dann Überzahl für die Gäste aus Bremerhaven. Das ist Alex Friesen, der Schuss von der blauen Linie und irgendwie ist der Puck dann im Tor. Stefan Espelond hat abgezogen von der blauen Linie und Thorsten Ankert fälscht mit dem Schoner ins eigene Tor ab. Der Norweger mit dem Treffer zum 2:1. Dann Powerplay Krefeld, allerdings ohne Erfolg. Bremerhaven wieder komplett und im Gegenzug sofort erfolgreich. Corey Kirk fälscht ab, 3:1 für die Penguins. Schneller Konter. Der Fishtown Penguins Bremerhaven, Brock Hooten auf Corey Kirk, der bekommt die Scheibe an den Schlittschuh, aber keine aktive Kickbewegung, deshalb ein gutes Tor. 7. Treffer für Corey Kirk schon in seiner Karriere gegen die Krefeld Pinguine. 34. Minute von Krefeld im 2. Drittel, nicht viel zu sehen. Die mussten sich von den Gegentoren erst einmal erholen, aber dann wurde es nochmal gefährlich. Sapanary im Slot. Hat den Schläger auf dem Eis, macht eigentlich alles richtig. Aber Christa Skudlewskis im Tor, der Bremerhavener, sicher mit dem Schoner zur Stelle. Brandon Reed musste sich was einfallen lassen. Die Krefeld-Pinguine gefordert vor dem 3. Drittel. Aber im Schlussabschnitt zunächst einmal wieder Bremerhaven. Kontermöglichkeit. Und das ist Tomasz Sikora mit der Riesenmöglichkeit, den Deckel drauf zu machen. Schöner Konter. Aber Jussi Runnes mit einem Riesensave, der Krefelder Goalie, hat eine richtig gute Partie gemacht. Wir springen dann in die 46. Spielminute. Krefeld mal mit einem schnellen Spiel. Hodgman auf Szymanski. Aber auf der anderen Seite Gudlewskis ohne Fehl und Tadel. Gute Chance für Szymi Szymanski in seinem 3. Spiel nach langer Verletzung. Aber auch toll gehalten vom Bremerhavener Keeper. Dann kam lange nicht viel von Krefeld. Die probieren es dann nochmal, nehmen den Torwart raus. 6:5, letzte Minute und tatsächlich nochmal der Anschlusstreffer. Chad Costello mit dem 2. Treffer an diesem Abend. Aber dabei blieb es 2:3 und hier sind die Stimmen zum Spiel. I think Bremerhaven just played it simple and sort of they got a couple bounces, but just they didn't beat themselves and so they got those bounces and then just sort of weathered our pressure. It was a good road victory for us. We've been good on the road, so yeah, it's a good win for us. Every 3 points is huge in this league, so that's an important win for our club. Bremerhaven unterstreicht die Auswärtsstärke, vor allen Dingen in Krefeld. In der DEL das 8. Auswärtsspiel bei den Pinguinen und der 8. Sieg für die Fishtown Pinguins. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.